Pokémon Yoto. Oh Gott, es gibt noch Let's Plays von uns, ne? Stimmt. Sag ich Feuerrot. Hör auf, Alter. Alter, sag ich Spielhallen-Szene ist die beste, ey. Wo wir einfach so hart betrunken waren. Mhm. Ich hätte keinen Vollstimmen. Immer bei 3 Rocket-Zeichen haben wir einen Shot getrunken. Auch unsere ganzen Pokémon hatten so Alkoholnamen, ne? Ja, ja. Unser Shigi hieß Tequila, unser Nidoking Grappa. Und unser Dodo hieß Doppelkopf. Nee, Doppelkorn. Doppelkorn. Ich hab's verkackt. Ja, wir reden jetzt über... Was war nochmal Kümmerling? Kümmerling? Ja, wir hatten Kümmerling im Team, aber ich weiß nicht mehr, was für ein Mon das war. War, glaube ich, auch Mirapla. Grappa war auf jeden Fall Nidoking. Ich glaube, es war Mirapla oder so. Kann sein. Egal, wir reden jetzt über die über das neueste Pokémon-Spiel, was in ein paar Stunden schon rauskommt. Pokémon Schmutz und Dreck. Scarlet und Violet. Ja, wie gesagt, wir haben schon im ersten Part darüber geredet, dass die Namensgebung im Deutschen ein bisschen dumm ist. Karmesin und Purpur, weil es beides Rottöne sind. Aber aus dem Spiel wurde ja richtig die Scheiße rausgeleakt. Und wirklich jetzt anderthalb Wochen, bevor das Spiel rauskommt, oder eine Woche, wurden halt echt fast alle Pokémon geleakt. Mhm. Wirklich. Also ich habe euch ja im Minutentakt, oder dir und Julian, die ganze Zeit in die WhatsApp-Gruppe von uns die ganze Zeit reingeschrieben, hey, fast das und das, das und das, das und Pokémon ist jetzt neu. Ja. Und ich dachte auch die ganze Zeit so, warum schickt er die ganze Zeit Leaks? Ach, du wolltest das nicht? Drauf gucken. Ah, das ist für dich dann bitter, ne? Ich hätte ja auch einfach nicht drauf gucken können, aber... Das stimmt. Ich wollte auch halt zum Beispiel auf jeden Fall wissen, wie die Starter aussehen, also entwickelt. Ja. Aber wie gesagt, mein erstes... Die haben auch jetzt die Sprites geupdatet, ne? Ja, haben die. Also wir sind jetzt gerade auf einer Pokémon-Website mit dem Pokédex, da haben die halt Fanarts genommen für die Pokémon, haben die aber, glaube ich, jetzt Originale für genommen. Und da könnt ihr auch mal drauf gucken, weil die ist halt nicht claimbar dadurch, wenn das irgendwelche Fans gemalt haben. Krokalor. Ja, ja, mit dem Sombrero-Kopf. Aber das ist halt die Sache, ich bin halt irgendwie so abgeturnt gewesen halt von den Pokémon in dieser Edition, dass ich irgendwie am liebsten boykottieren möchte. Mich kribbelt es aber gerade auch wieder in den Finger, dass es doch irgendwie spielen zum Beispiel. Es gibt aber auch coole. Für mich aber wenig. Also, wir fangen mal mit den Startern an. Wir fangen mit den 3 Startern an, genau. Ihr habt einmal Fuecoco. Das Feuer-Pokémon, ein kleines Krokodil. Dann habt ihr Quaxly, ist ein Enten-Pokémon mit einer komischen Tolle auf dem Kopf. Und dann habt ihr noch... Lechonk, das Schweinestarter, genau. Das jetzt aber weiß ein Typ normal ist. Sbrigatito. Ja, das ist natürlich dein Favorit. Ja, ist süß. Der Pflanzenstarter ist mein Favorit. Obwohl die letzte Stufe ist okay. Ich finde es süß, aber ich finde es irgendwie so unspecial. Zu basic. Nee, weißt du warum? Weil wir schon in Sun und Moon eine Feuerkatze hatten, die dann auch zu einer zweibeinigen Katze wurde. Für mich ist das so, als würde man jetzt einfach nochmal Bisasam rausbringen, aber diesmal ist es Typ Feuer statt Typ Pflanze und hat irgendwie einen kleinen Vulkan auf dem Rücken statt einer Knospe. Weißt du, wie ich meine? Ey, aber dann kann ich dir auch sagen, dein Schellast ist doch nichts anderes als ein Shigi in Pflanzenform. Stimmt, könnte man auch sagen. Also es wäre genau die gleiche Argumentation, quasi, warum du jetzt mir dieses Pokémon kaputt reden willst. Nein, aber es ist, schon vierbeinig und hat eine andere Körperform. Was? Chalas. Ja, das doch auch. Welcher Start hast du ähnlich wie diese Katze? Fuego. Ja, okay. Startet auch vierbeinig, ist später zweibeinig. Ja, okay. Ist auch so menschenähnlich. Halt, klar, sieht natürlich schon anders aus. Ich weiß, aber das ist meinst, halt so. Ja. Die Idee ist schon ein bisschen da gewesen. Wobei natürlich Fuecoco ist auch ein Krokodil, ein Kanimani war auch ein Stimmt, Krokodil. Ne? Also, kann man dann auch sagen. Obwohl es da ja vierbeinig endet, ne? Aber ich muss sagen, Fuecoco, ich finde das so geil, weil es sieht einfach so verbrainert aus und ich mag irgendwie dieses verspielte Design irgendwie. Er ist auch der Favorite eigentlich online. Also, die meisten finden das am besten, das Feuer-Pokémon, ja. Das ist das beliebteste von den 3. Ich hätte echt gedacht, die Katze. Das hatte ich auch gedacht. Favorite. Ja, aber ich habe so mehrere Threads gesehen auf Twitter. Ist natürlich nicht Auf jeden Fall kann man sich, glaube ich, einig sein, dass Quaxly ziemlich trash. Also es ist nicht trash, es sieht schon auch cool aus in seiner ersten Stufe. Ich weiß nicht, ich mag nicht so gern irgendwie so Pompadour-Frisuren. Ich finde die blauen Füße ganz cool. Ich muss aber wirklich ehrlich sagen, als ich alle 3 Starter gesehen habe, fand ich den Feuerstarter sah irgendwie am unoriginellsten aus, aber... Am unoriginellsten? Ja, die erste Stufe? Ja, weil irgendwie... Ich finde, das ist das Einzige, das irgendwie originell aussieht von der ersten Stufe. Ja. Wir haben halt, ja, wie gesagt, das ist halt wirklich Geschmackssache, aber ich finde halt alle 3 ikonisch, weißt du? Ich finde das bei allen 3 finde ich die Designs noch sehr ikonisch
Und die erinnern halt auch nicht so an ältere Pokémon-Designs, aber du siehst das und denkst, okay, ich kann damit dealen. Mhm. Das sind für mich gute Starter vom Aussehen, von der ersten Stufe. Auf jeden Fall besser als von Sword und Shield. Ey, tausendmal besser, Alter. Also, ich finde auch mittlerweile sogar die Entwicklungen besser. Wobei ich die, als ich die das erste Mal gesehen habe, dachte ich so, what the fuck ist das? Ja. Ich kann mich mit dem Pflanzenstarter anfreunden. Das ist halt meine Sache. Also ich kann damit connecten. Der Feuerstarter ist halt auch cool. Da haben wir auch im letzten Podcast, also wir nehmen den nochmal auf, weil ich habe den leider den einen geschrottet. Aber dieses Krokodil. Guck mal, wenn man das da so sieht, finde ich, sieht das echt aus wie so ein Papier. Guck mal, das sieht aus wie irgendeine Festival-Laterne oder sowas. Das hier, ne? Wie so ein Pappmaché-Ding, das da so hängt und leuchtet oder so. Ja, weil Greedo und ich haben uns die ganze Zeit darüber ein bisschen nicht gestritten, aber diskutiert. Ich finde halt, es sah eher aus wie so eine Ritterrüstung. Also wir reden jetzt von der letzten Entwicklung von Fuecoco. Das sieht auch so ein bisschen metallisch aus. Oh Gott, jetzt habe ich das voll klein gemacht. Aber ich weiß nicht, für mich sieht das halt so ein bisschen aus, auch wenn man das Maul anguckt, als wäre das Ding quasi hohl und es wäre quasi so aus Papier geschnitten oder gefaltet oder ja, so. Ja, es kann sein, dass es eine Piñata darstellen soll oder sowas. Also das ist alles so ein bisschen, nicht spanisch, aber viele sagen Spanien. Jedenfalls irgendwie, irgendwas an dem Design reizt mich auch. Ja, und ist halt Feuer-Dark-Type, ne? Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist dieser Feuervogel, der auf der Nase sitzt. Stimmt. Wir haben auch letztens den Pokédex-Eintrag von dem gelesen, ne? Da stand das auch dann irgendwie drin, dass das irgendwas mit Spirits zu tun hat, ne? Ja, irgendwie in der zweiten Stufe quasi hat er quasi ein Ei auf dem Kopf in einem Nest, also was quasi dann aussieht wie ein Sombrero. Mm. Aber das ist quasi einfach nur ein Feuerball, der dann irgendwie eine Seele kriegt und dadurch entwickelt sich dann in der letzten Stufe ein kleiner Vogel, der auf der Nase von einem Krokodil sitzt. Ich frage mich, was der Hintergrund ist, ob es vielleicht irgendeine Sagengestalt gibt, die ein Krokodil ist, die irgendwas mit einem Vogel zu tun hat. Also ich weiß es nicht. Ich denke mal schon, dass sie irgendwas verwurstet haben, ne? Wahrscheinlich. Weil es wirkt so seltsam spezifisch. Ich habe auch so ein Pokémon-Video gesehen und da ging es irgendwie auch darum, dass sie so eine Sage gezeigt haben, dass ein Ritter auf dem Pferd, das soll irgendwie das Wasservieh sein, der Wasserstarter, soll irgendwie dieser Ritter mit der Lanze sein. Und Don Quixote. Ich weiß nicht, ob es Don Quixote ist, nicht gegen Windmühlen oder so, aber gegen so einen Drachen gekämpft oder so, oder gegen so ein Krokodilvieh. Und dann die Prinzessin soll einfach die letzte Entwicklung von dem Pflanzenvieh sein. Also ganz komisch. Also man kann sich, glaube ich, ziemlich viel zurechtlegen. Aber wie gesagt, die Entwicklungen wurden ja geleakt dann quasi. Ich habe euch die geschickt und so. Und da war es für mich halt schon fast vorbei. Da dachte ich mir so, irgendwie sehen die alle nicht geil aus, die Entwicklung. Ich habe mich aber mittlerweile, muss ich wirklich sagen, ein bisschen schon dran gewöhnt. Ich auch. Das Einzige, was ich echt nicht mag vom Style her, ist der Wasserstarter. Ja, die Füße sind auch so hässlich. Was schade ist, weil Wasser. Der tanzt auch die ganze Zeit rum, ne? Ja, der soll auch irgendwie. Das sollen ja irgendwie, glaube ich, Performer darstellen. Weil das ist quasi ein Tänzer. Der Pflanzenstarter ist ein Magician. Mhm. Keine Ahnung, was zum Fuck der Feuerstarter ist. Das Feuerding ist einfach eine Piñata. Vielleicht echt eine Laterne oder so. Naja. Ja, da haben wir ein neues Schweinchen-Pokémon. Also, wie gesagt. Gedreht und Angelpunkt ist echt das erste Open-World-Pokémon, ne? Also eine zusammenhängende Welt, die ihr quasi frei erkunden könnt, mehr oder weniger, sie ist ein bisschen gegatet, aber halt, ja, wirklich Bewegungsfreiheit, Trainerkämpfe sind auch nicht mehr so, dass die Trainer euch sehen und euch angreifen, sondern ihr müsst mit den Trainern reden und die Hauptstory ist getrennt in drei Parts, ne? Das ist so das Wichtigste, was ihr eigentlich wissen müsst über dieses Spiel. Der erste Part ist quasi diese Road to Champion, ne? Also, dass man halt wirklich die Siegesstraße erreicht und halt alle Arenen macht. Die Arenen sind natürlich dann auch frei verteilt in der neuen Region und die skalieren aber nicht. Ne? Das heißt, wenn ihr halt jetzt in die vierte Gym geht und da sind alle auf Level 40 und ihr habt dann schon Level 80 Pokémon, weil ihr halt crazy gelevelt seid, skaliert das Spiel nicht. Also das wird quasi echt so sein, dass ihr die Schwierigkeit des Spiels nicht wirklich einstellen könnt. Was irgendwie komisch ist, aber dann wiederum, keine Ahnung, wenn die Areas gut durchdesignt sind, wie bei Elden Ring oder so, ist das ja zum Beispiel, das Geld ja auch nichts mit oder so. Und trotzdem ist man das ganze Spiel durch eigentlich gechallenged. Also ich glaube nicht, dass man hier gechallenged werden wird. Weil nee. Ich glaube, der Zug ist, glaube ich, abgefahren bei Pokémon. Ja. Vielleicht, wenn man echt voll early in irgendeine Late-Game-Area geht und alles echt so 20 Level höher ist als man selbst, klar, dann kann man schon auf die Fresse kriegen. Aber das ist man ja dann auch selbst schuld. Ja. Kann man das hier irgendwie wegklicken? Aber, ja, man kann sich halt jetzt echt frei bewegen, man kann die Gyms in einer beliebigen Reihenfolge machen, man kann sich fokussieren auf einen anderen Storystrang, man kann direkt zum anderen Ende der Welt rennen, um irgendein krasses Drachenmon zu fangen, was
genau das ist, was ich tun will. Ja, wie gesagt, für mich ist das interessant, so wie Speedrunner vielleicht dieses Spiel sehen. Ne? Also was für Glitches es gibt, was du irgendwie exploiten kannst, welche Pokémon irgendwie verteilt sind. Das ist für mich ein großer Reiz, das mal zu sehen, wie schnell man dieses Spiel durchspielen kann. Ne? Also, Excalibur. Ja, das ist der Liebling, ne? Excalibur. Ich finde einfach nur den Namen so geil. Fandest du letztes Mal auch. Was ist fucking Back plus Excalibur? Drache Eis. Weil er die Klinge auf dem Rücken hat. Was ist denn gegen Drache Eis jetzt noch effektiv? Fee? Fighting. Fee, Boden, Gestein. Boah, ist ziemlich viel, ne? Kompetitiv. Shit, Alter. Wie gesagt, da haben wir aber auch nicht geredet, ne? Kompetitiv-mäßig. Also, ich komme da echt wirklich durcheinander mit den ganzen Pokémon-Typen und mit den ganzen Special-Sachen, die halt die Pokémon haben. Also, ich muss immer gucken, welche Attacke ist jetzt nochmal effektiv und so. Es gibt auch einen Casual-Modus damals in irgendeinem Teil, dass es gehighlightet war, was effektiv ist und was nicht. Ist, glaube ich, hier nicht mehr so. Es ist eigentlich nicht so. Kompliziert, nur mit deinen Eselsbrücken. Nur, man muss halt die Typen wirklich kennen. Wenn man weiß, was gegen einen Typ effektiv ist, dann versteht man auch Kombinationstypen, weil du musst einfach nur gucken, was ist gegen Typ 1 effektiv, was ist gegen Typ 2 effektiv, cancelt das eine das andere aus, wenn nein, dann ist es doppelt oder vierfach effektiv. Ja, aber wie gesagt, ich habe manchmal immer noch so, bei Gestein, ich muss mal gucken, was ist denn nochmal gegen Gestein effektiv, gegen Flug. Ich kann mir das alles nicht merken, es sind glaube ich 18 oder 19 Typen, das haben wir letztens nochmal recherchiert. Und ich komme wirklich... jetzt trotzdem wieder vergessen. Ja, und dann gibt es diese Doppeltypen, guck mal, meine Auffassungsgabe, ich kann mir nicht mehr alles merken, Alter, ich bin schon zu alt. Nein, aber wie gesagt, ich war ein bisschen enttäuscht, aber ich schätze mal schon, die Welt seit, also wir haben jetzt auch noch eine Review gesehen vorher, ne, gerade von Game Explain. Und das Spiel ist halt technisch leider ein bisschen unsauber, ne? Also es hatte wirklich sehr viele Ruckler, ein paar Bugs und so. Ich bin mal echt gespannt, ob irgendwie der Day-One-Patch ein bisschen was davon fixt, dass vielleicht, klar, es wird immer noch Probleme geben, aber ob es vielleicht wenigstens etwas besser macht. Ja, weil bei Legenden Arceus zum Beispiel hat man ja wirklich keine Slowdowns oder Framerate-Probleme, aber jetzt in der Review hat man ja krasse Framerate-Probleme. Boah, dieses Gold-Pokémon, ne, mit dem Surfbrett sieht so scheiße aus. Also Gimmingul, zweite Entwicklung. Nein, aber das ist halt, bei mir ist halt wirklich der große Dreh- und Angelpunkt sind die Pokémon in dem Spiel, weil ich möchte irgendwie ein schönes Team haben an Pokémon, die ich cool finde. Ja. Natürlich werden da auch alte Pokémon vertreten sein. Ich habe euch heute auch den kompletten Pokédex mal geschickt, ne? Da sind alle Pokémon drin, die wirklich enthalten sind. Angeguckt. Ja, musst du auch nicht. Aber werde ich jetzt auch nicht aufmachen. Aber es gibt halt diese Future-Formen und auch diese Vergangenheitsformen. Genau, wollte ich auch gerade sagen. Irgendwie scheinbar so Future und Past echt so ein Hauptmotiv irgendwie des Spiels, ne? Mhm. Weil die Professoren sind ja auch irgendwie so quasi, man hat einen anderen Professor, je nachdem, welche Edition man hat. Ne? Genau. Diese Tuse ist quasi vergangenheitsmäßig und dieser Typ ist so future-mäßig. Ja. Und ja, dann halt auch die Legendaries, dieses Rote ist halt auch so ancient-mäßig. So steinzeitmäßig. Und das andere ist ja so futuristisch, das sieht ja aus wie so eine Mischung aus Motorrad und Düsenjet irgendwie. Ja, ist heftig, ne? Also da sind die beiden. Sieht auch cool aus, finde ich. Ja. Ich finde das cooler als dieses Ancient Viech. Und dementsprechend gibt es auch Future- und Ancient-Versionen von alten Pokémon. Von alten Pokémon, ja. Und ich muss sagen, die meisten dieser Redesigns finde ich auch ziemlich cool. Ja. Ein paar finde ich jetzt, ich weiß nicht, das Pummelhof oder dieses... Die Vergangenheitsformen sind alle nicht so geil, ne? Ja, die Future-Formen finde ich auch auf jeden Fall cooler. Ja, also das Lavita, also das Scooter einzige, sieht cool aus. Das Einzige da, das Brutalanda, dieses Ancient Brutalanda das sieht hier, so richtig geil aus. Das hier, ne? Aber kann sich ja bestimmt trotzdem irgendwie tauschen oder so. Ach so, genau. Es gibt nämlich manche Pokémon nur exklusiv in der einen Version und die andere in der anderen. Ich frage mich, ob das quasi die Legendaries dieser Version sein sollen. Sonst gibt es ja nichts. Ach nee, es gibt... Das sind die Legendaries. Ja, das sind alles Dark-Types. Einmal diese komische Schnecke, einmal diesen Säbelsand-Tiger. Dieses Ting Lu habe ich dann... Ach so, das ist das Lord-Wessel-Viech, ne? Ja, genau. Das hat so... Krank, dass dieser Guppy quasi dazugehört. Das sieht so voll unspecial-mäßig aus. Ja, ne? Ja, die Seite skaliert komisch. Mhm. Ah ja, gerade Wars Future-Version sieht geil aus. Ja. Wird auf jeden Fall in meinem Team landen. Gardevoir und Despota Future Form finde ich richtig cool. Du nimmst auch Violet? Ja, klar. Ich nehme immer Blau. Also ich nehme immer die blauen Versionen. Wäre jetzt die Vergangenheitsform in Blau drin, hätte ich mir trotzdem Blau geholt. Also ich gehe da wirklich nicht mehr danach, welche Pokémon da drin sind, besser sind. Weil meiner Meinung nach sind fast immer in den blauen Versionen die besseren Pokémon. Mhm. Es ist meistens so.
Nicht immer, aber wie gesagt, ich würde halt mir ja auch eher zu... Was ich richtig sinnlos finde, ist das Butogel. Wer zum Fuck, da hat sich eine Alternativform für Butogel. Ja, das ist einfach so ein kleiner Roboter, ist mit so einer Stahlkugel hinten dran. Ne? Und Scheiße, das ist das sinnloseste Mon ever. Ja, finde ich jetzt auch nicht so prickelnd. Ja, wie gesagt, es gibt drei Story-Stränge, haben wir drüber geredet als letztes. Ne? Also ganz normal Way of the Champion, dass ihr halt trainiert und der Pokémon... Genau, Meister sein wollt. Path of Legends oder so, wo man halt gegen so Riesen-Pokémon kämpft. Ja, die wollt irgendwie so ein Kraut finden. Ne? So eine und ich denke mal, dass man im Verlauf davon dann wahrscheinlich auch diese Future- und Past-Viecher trifft. Denk mal schon, ja. Eventuell. Oder wahrscheinlich wird es eher so eine Sache, die quasi im Endgame passiert, wie die Ultra-Beasts oder so. Kann gut sein. Und dann habt ihr noch die letzten Story-Strang. Das ist halt, dass ihr dann... Team Star. Ja, Team Star irgendwie besiegen wollt. Und das sind dann so kleine Raids. Also ihr habt auch da eine Neuerung. Ihr könnt Pokémon rausholen quasi, das an der ersten Stelle von eurem Team ist. Und das kämpft dann automatisch gegen andere Pokémon auf der Weltkarte zum Beispiel. Dann könnt ihr halt schneller mit leveln. Und diese Raids quasi, um Team Star zu besiegen, sind halt 30 Pokémon dann in Grüppchen da aufgeteilt. Und die müsst ihr dann halt im Zeitlimit besiegen. Da könnt ihr aber 3 Stück aussenden von eurem Team. Aber müsst halt so einen Raid halt machen. Und auch kompletter Koop hat das Spiel, ne? Also das Spiel hat einen kompletten Koop-Modus, dass ihr mit bis zu 4 Leuten... Ja, aber es ist die Frage, was man in dem Koop machen kann. Ey, da bin ich gespannt, wirklich. Ich tausche mich auf jeden Fall. Ja, ich denke echt, dass man einfach nur zusammen über die World Map rennen kann und battlen kann und sowas. Ja. Zusammen Raids machen. Ja, und da haben wir auch im letzten Part, wie gesagt, wir nehmen das jetzt nochmal auf, weil... Aber ich denke, dass auch das wieder nur so ein Test-Environment so ein bisschen ist. Und später, irgendwann wird ein Pokémon rauskommen, das Open World ist, dass man von Start to Finish zusammenspielt, das quasi schon fast MMO-Charakter hat. Es kommen natürlich auch DLCs wahrscheinlich raus für das Game. Und das habe ich halt auch gesagt, dann ne, wird es halt so Environments geben, dass ihr irgendwie in eine Höhle geht und da ist so eine Höhlenstadt unter der Erde oder sowas. Sowas fehlt mir halt auch immer so, ne, dass die Welt nicht in nur Open oben... Open World Games, ne? Ja, weil Open World Games sind, es gibt Berge und Täler, aber es ist so wenig gefüllt, weil man könnte so cooles Design machen, eine Brücke machen, unter der Brücke irgendwie noch ein krasses, irgendwas, ein Gimmick-Design oder eine Kanalisation bauen. Bei Arceus zum Beispiel gibt es ja auch zumindest eine Höhle, ja, habe ich da gefunden. Auch zwei. Ja, ja, aber das davon, ist ja schon irgendwie davon hätte ich gerne und mehr. Und in den DLCs von Sword and Shield gab es auch, also in Crown Tundra, in beiden DLCs gab es richtig expansive. Ja? Auch. Ja, das ist halt Dreh- und Angelpunkt, ne? Wie wird das Spiel balanciert sein? Ja, gar nicht. Gar nicht, weil Greedo wird vielleicht seine Pokémon züchten oder vielleicht noch kompetitiv irgendwas machen. Aber ich bin halt irgendwie bei ja, Pokémon. Aber das ist ja sowieso Endgame. Ja. Das macht man ja nicht in der Story, das macht man danach, dann wenn man durch ist. Weil meistens schaltet man auch am Ende dann alles so Features frei, wie, keine Ahnung, dass man halt diese ganzen Items kaufen kann, die man dafür braucht und so. Meistens muss man dann auch irgendwelche Battles machen, wofür man die Punkte dafür kriegt und so. Ja. Ja, ich finde das Sushi-Pokémon cool. Ich finde es gerade nicht. Aber das fand ich irgendwie ja, schon... Ja, vor allem hat das hier echt eine andere Form. Ne? Da ist das nicht auf Reis drauf. Nein? War jetzt eben bei dem Artwork nicht. Hast du es gesehen? Ich habe es nicht gesehen. Ja, habe ich. Ich weiß aber nicht, wo. Da. Stimmt, das liegt nicht auf dem Reis drauf. Das ist quasi lebendig. Nee, das hat aber Reis. Ich muss hier wieder raus. Ich frage mich halt echt, ob das zwei verschiedene Formen sind oder ob das vielleicht seine Ability ist, dass das im Kampf seine Form ändert. Ach so. Ich weiß nicht, aber das finde ich halt irgendwie witzig. Das ist ein cooles Design. Also sieht echt aus wie irgend so eine Figur, die auf so einer Tüte Chips mit Sushi-Geschmack drauf sein könnte. Aus Japan. Ja, sie, ja, ne? Das kennst ist das so japanische Süßigkeiten oder so, wo so irgendwelche Maskottchen drauf sind, die so voll overstyled sind. So sieht das aus. Das Oliven-Pokémon ist auch süß, die erste Stufe. Ja. Das hier ist auch irgendwie voll ganz cute. Voll am Heulen, so voll verängstigt. Aber wie gesagt halt, ne? Wie lang wird einen dieses Spiel halt begeistern? Ne? Weil die müssen halt fürs Late-Game wirklich was Gutes geplant haben. Ja. Und die ganze Story und so soll relativ schnell durchgespielt sein. Ich denke halt ich denke wirklich, dass Dreh- und Angelpunkt wirklich die Exploration ist und wirklich auch Komplettierung des Pokédex. Weil ich, für mich irgendwie so Open World ist irgendwie darauf ausgelegt, dass man alles dann finden will und so. Ja, wie gesagt, wir haben auch in späterem, also in dem Podcast, den wir eigentlich schon mal aufgenommen haben, haben wir auch darüber geredet, dass warum machen die nicht so ein Dungeon drin, wo es zufallsgenerierte irgendwie Pokémon gibt zum Fangen oder sowas. Mhm. Irgendwas, was so richtig crazy ist, was man auch im Koop machen kann. Und da hast du mir jetzt erzählt, dass es das im DLC gab von Pokémon Schwert. Ja, ja. Da gab es Dynamax Adventures
Und da hat man irgendwie angefangen mit einem random oder mit einem Leih-Pokémon. Es war mehr oder weniger random, jeder hatte eins und dann hat man nach und nach gegen Dynamax-Raids gekämpft und konnte dann am Ende, konnte mal einer aus der Party, konnte jeweils das Viech, das man besiegt hat, übernehmen und konnte sein Pokémon, das er bis dahin hatte, dagegen austauschen. Und zum Schluss hat man dann gegen Random Legendary gekämpft. Ja, und die waren cool. Halt dann mega stark. Ja. War halt, ja, das Tricky war halt, dass man nicht sein eigenes Team hatte, mit dem man kämpfen konnte. Ja. Plus, wenn man den Raid beendet hat, konnte man das Legendary fangen. Oder wenn du jetzt zum Beispiel koopmäßig bei einem Freund mitgespielt hast und du hattest das Legendary schon, ja, konntest du auch das Leih-Pokémon, das du hattest, konntest du dann auch stattdessen nehmen. Fangen? Oder kriegt man das direkt? Konntest du dann behalten danach. Wie cool. Ja, wie gesagt, ein Pokémon eignet sich eigentlich dazu, ne, sowas wie irgendwelches, ja, irgendwelche Dungeons zu bauen. Und ich bin auch überzeugt, dass es sowas in dem, voll süß, dass das Sprite so rumhüpft. ich bin auch überzeugt, dass es sowas geben wird in dem Spiel. Allerdings, glaube ich, kommt es erst mit DLCs dazu, ja, weil ich glaube, die heben sich auch extra manche solcher Sachen auf für die DLCs, damit die sich halt auch verkaufen. Ja, und damit das Spiel ein bisschen länger lebt, ne? Das ist halt auch so eine Sache. Nee, aber wie gesagt, ich denke auch, man wird wahrscheinlich im Base-Game, wird man zum Beispiel nicht den Terra-Type von Pokémon verändern können. Mhm. Muss die quasi dann echt so suchen auf der Map, dass du irgendwie einen seltenen Raid mit irgendeinem bestimmten Element oder so kriegst. Und wahrscheinlich dann im letzten DLC kriegt man wahrscheinlich eine Ability oder ein Item, womit man alles einstellen kann, wo man den ändern kann von einem Pokémon. Stimmt, man hat ja noch diese Fähigkeit, dass man so eine Krone aufsetzen kann, diese kristallinen, ja, ja, Verwandlungen, womit Pokémon sogar andere Typen bekommen, ne, und andere Attacken. Ist eigentlich ähnlich wie Dynamax, ne? Also es funktioniert ähnlich. Nur, dass das halt... Nur, dass es die Stats nicht verändert. Ja, aber die Elemente. Ja. Also den Typ von Pokémon. Mhm. Interessant, wie sich das so competitive trägt, ne? Ja, vor allem, man kann es halt offensiv und defensiv benutzen, ne? Ja. Und man kann halt, wenn du zum Beispiel ein Wasser-Pokémon hast und gibst dem Wasser-Type, dann sind seine Wasserattacken halt noch stärker, ne? Ah, ist das so? Ja, aber... Ach so, du kannst den Typ auswählen, wenn du diese Krone aufsetzt. Nee, die haben den Typ quasi, aber du toggelst es halt on oder off. Okay. Quasi. Beziehungsweise wahrscheinlich nicht off, nur on. Aber jeder hat dann einen gefixten Typ quasi, wenn man diese, ja, Krone benutzt. Da steht dann, genau, mit Krone Feuer, mit Krone Geist. Also du hast dann zum Beispiel, wenn du dir den Status von deinem Pokémon anguckst, steht da drin. Typ Water und dann darunter Terra-Typ Water, ah, okay, zum Beispiel. So. Boah, das wäre ja voll broken. Du kannst ja krasse Teams bauen, wenn du das dann irgendwann wirklich verändern kannst bei jedem, ne? Mm. Ja, und du kannst halt dann, wie gesagt, wenn du zum Beispiel Despota hast, das Gestein Dark ist, das ist dann halt mega weak gegen Fighting, macht dann vierfachen Damage dagegen. Das ist eigentlich seine einzige oder seine größte Schwäche. Ja. Wenn du dem dann stattdessen Ghost-Type gibst, dann können Fighting-Attacken es nicht mehr treffen. Ja, das stimmt. Ist halt schon mega, mega krass. Alle physischen Attacken, ne? Aber ich denke halt mal, dass so eine spezielle Kombination erstmal sehr und sehr selten und schwierig, ja, zu kriegen sein wird. Wahrscheinlich. Das ist auch ein cooles neues Pokémon, ne? Ich dachte erst, du meinst das neue Tentacha. Naja, das neue Tentacha ist hässlich. Das ist ass. ich mag diesen Schnabel nicht. Ich auch nicht. Und das ist irgendwie so auf dem Boden. Cerulege finde ich auch. Ja, Cerulege cool. Ist cool. Sieht halt echt aus wie so ein Mega Man-Charakter. Man hat echt Mega Man und Zero quasi. Stimmt, dieses Feueraffen-Starter-Ding aus der Gen, das erinnert mich auch an einen Mega Man-Boss. Wo du meinst, das wäre so Son Gokong-mäßig, dieses Affen-Chinesisch. Ja, das sieht aus wie ein Mega Man-Boss. Ach so, ja, wie ein Boss, ja. Ja, wie ein Boss aus so einem X-Teil oder sowas. Aus ZX oder so. Ja, ja. Ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt. Ja. Ja, ich werde es in 4 Stunden kommt es ja raus. Alter. Werde ich es kurz anzocken. Du musst leider mir dann, muss ich morgen früh aufstehen. Schreib mir mal morgen mal bitte deine Experience. Du hast ja morgen frei, ne? Dann kannst du mir auch später deine Experience mal schreiben. Ja, ich bin mal gespannt, ob es echt technisch so krass abscheißt. Ja, wie gesagt, wir haben eine Review gesehen. Es kann aber sein, dass sie eine Vorab-Version haben ohne den Day-One-Patch und deswegen das so katastrophal. Ich frage mich halt auch, was halt auch sein könnte, dass der Day-One-Patch was am Balancing schraubt. Kann auch sein. Dass vielleicht sich die Difficulty verändert oder so. Ja. Aber ich weiß nicht, ich würde nicht darauf wetten. Also bin mal gespannt. Also was ist jetzt was ist jetzt für dich das Hauptfeature, warum ist das Spiel für dich attraktiv? Also für mich ist es auf jeden Fall nicht Terrestrializing. Ja gut, kann für ich verstehen. Für mich ist es, glaube ich, echt die Open-World-Experience. Mhm. Und dass man einfach eine riesige Welt zu exploren hat mit ganz, ganz vielen Pokémon drin.
Ich muss sagen, das kickt bei mir auch am meisten, weil das habe ich durch Arceus schon jetzt so ein bisschen vermittelt bekommen, weil da funktioniert das schon gut. Und wenn man jetzt wirklich noch eine Open World da hat, wo noch mehr vielleicht Shit abgeht, was ich mich jetzt auch frage, kann es geiler werden. Wenn man jetzt schon Arceus kennt und jetzt das spielt, man muss immer in einen Kampf reingehen, um die Viecher zu fangen. Ja, das nervt. Frage ich mich, ob das dann überhaupt noch spielbar ist. Ja, die hätten die Catch-Mechanik von Arceus da reinbauen sollen. Das wäre geil. Das wäre cool, ne? Weil ich liebe das bei Arceus, dass es fangen so snappy und so schnell geht. Ich glaube, irgendwann wird ein neues Legends rauskommen. Hoffentlich, vielleicht mit mehr Mons. Pokémon, ne? Legends Suicune, 2. Was dann Johto Ancient-Spiel kaufen. Was voll Sinn machen würde, weil Johto hatte ja auch immer so ancient-japanische Architektur und so. Das würde voll gut reinpassen. Wie so ein Türmen und so. Und das dann mit der Welt von Johto, irgendwie mit den verschiedenen Areas, mit so einem Eisberg und so, dem See und keine Ahnung. Mit dem Leuchtturm und alles. Ja. Alles hat so und, Style. Und dann da halt alle Kanto- und Johto-Pokémon und keine Ahnung, vielleicht noch ein paar neue Formen oder so. Das wäre richtig. Und halt irgendwie mit einem aufpolierten System irgendwie, vielleicht ein paar Besserungen. Ja, dass du klettern kannst oder so, ne, mit deinem Pokémon. Nice. Weil jetzt bei Arceus mache ich das immer so mit diesem Bock, mit diesem Pokémon, was du hast. Dodge oder was? Nee. Ach so, mit dem Bock. Ja, ja, dass ich immer so hochkraxel. Stimmt, so. Dass man nicht klettern kann, fehlt wirklich in dem Spiel, ne? Ja, ja, weil manchmal hast du echt irgendwie so leichte Hügel nur mit irgendwie Felsen oder hoch. So und du kommst da nicht hoch. Aber ich habe bis jetzt, aber macht irgendwie auch Spaß, so ein bisschen zu exploiten und sich irgendwie so hoch zu mogeln, mache ich so oft in dem Game. Manchmal kann man sich auch irgendwie mit der Dodge wohl irgendwo hochglitschen. Stimmt. Ja, die gibt's leider auch nicht in Purpur und Karmesin. Na, aber ich muss halt sagen, ich war halt wirklich leider ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Jetzt mittlerweile nicht mehr so krass enttäuscht. Also ich war bei Schwert und Schild war ich enttäuscht als bei dem Game. Bei dem Game habe ich ein besseres Bauchgefühl. Ja? Bei Schwert und Schild wusste ich, dass es mir irgendwie wahrscheinlich nicht so krass gut gefällt. Ja. Aber es ist halt auch Geschmackssache, ne? Was man erwartet und was man möchte, ne? Und was man bekommt. Was ich halt echt nicht verstehe, ist, warum die Spiele so fucking leicht gemacht haben. Ja. Weil guck mal, die müssen das doch alles designen. Die müssen diese Arenen designen, die Arena-Leiter, die alle ihre eigenen Designs haben, mit eigenen Pokémon-Teams, die irgendeine Strategie verfolgen und so. Und dann irgendwie das alles nur dafür, dass man irgendwie da mit einem Starter durchrennt, der voll übertrieben stark ist und alles One-Shot ist. So, why? Und dass du noch einen Entwicklungsstein bekommst, damit du die Mega-Evolution hast und alles flat ist. Ja, nein, aber auch, dass man auch diese, da sagst du was Gutes, weil auch immer, dass diese Arena-Leiter noch immer nur einen Typ vom Pokémon haben. Ich bin der Flug-Arena-Leiter. Ja, okay, ich habe ein Elektro-Pokémon, fuck off. Weißt du, das ist so, keine Ahnung, auch diese Doppelkämpfe gibt's wahrscheinlich auch nicht in dieser Version oder so. Aber was haben die im dritten Teil, in der dritten Gen haben das gut gemacht, dass du quasi deinen Pokémon auch heilen kannst oder so, dass Surfer benutzt, dass beide gleichzeitig getroffen werden. Diese Doppelkämpfe haben ein bisschen Taktik gegained, finde ich. Das hat Spaß gemacht. Das wirst du da in diesen Raid haben, in diesen Gauntlets wirst du das vielleicht haben, wo du gegen diese großen Pokémon kämpfst. Mhm. Da wirst du es vielleicht haben. Diese Raids sollen übrigens auch verbessert sein, dass du quasi. Ah, stimmt, dass es schneller geht, ne? So, dass quasi dann wie Final Fantasy so active time-based, also quasi das. Also man sieht nicht eine Leiste, die sich füllt oder so, aber man kommt quasi dran, benutzt einen Move und dann nach kurzer Zeit kommt man wieder dran, ohne dass man irgendwie abwarten muss, dass alle anderen das nicht so krass rundenbasiert ist, sondern dass es halt fluider ist. Ne? Ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Und das ist gut, weil echt diese Dynamax-Raids haben so ewig gedauert. Auch die Animation immer jedes Mal so, oh, ich hole meinen Pokéball raus, der wird jetzt riesengroß, dann schmeiß ich ihn, dann kommt das Mon raus und wird riesengroß und knallt auf den Boden runter und dann pannt die Kamera einmal drumrum und dann geht's weiter. So. Und jetzt ist es halt einfach so, bam, ich hole mein Pokémon raus, ich switche zu Crystal, das dauert vielleicht 3 Sekunden. So, halt. Finde ich besser. Ja. Aber ich bin mal gespannt. Also bisher interessiert mich dieses Terrestrializing-Feature jetzt nicht so riesengroß. Das wird kompetitiv wahrscheinlich wichtig sein. Ja. Also da wird es ultra wichtig sein, was du für ein Typ dein Pokémon. Da wird man richtige Mindgames mitspielen können. Ja, ja. Weil du siehst einen Pokémon und denkst so, okay, ich mache damit jetzt das und das und dann bam, hat es plötzlich einen ganz anderen Typ so. Ja, wo du gesagt hast, ne, wenn es dieses Ninja-Tom gäbe oder so, dass es fast unbesiegbar wäre, ne? Wegen seiner Fähigkeit, dass alles überlebt. Alles, wenn es nicht super effective ist und wenn es dann einfach einen Type switcht irgendwie und der Gegner hat da nichts gegen, dann gute Nacht. Ist schon fies. Aber du meinst, das Viech gibt's nicht in dem Spiel? Ich hab's nicht gesehen. Sorry, wenn ich dir spoile. Aber ich weiß es, ich habe nicht drauf geachtet, aber ich glaube nicht. Aber ich will ja auch nichts Böses oder nichts Falsches sagen. Ja, ich bin auch echt mal gespannt, wie viele verschiedene Monster es gibt in dem Spiel. Ja. Ich hoffe mal, dass der Roster echt groß ist. Ja, ich weiß, ich kenne den Roster.
Ich bin gespannt. Und ja, also was ist denn jetzt so, was antizipierst du? Wird das Spiel hot oder Schrott? Oder? Also Pokémon ist halt ein riesengroßes Franchise, eins der größten Franchises, das haben wir auch schon erwähnt. Ich schätze mal, es wird krass gut ankommen. Ich denke mal, gut verkaufen wird es sich immer. Es wird so 80er, 90er Wertungen bekommen auf jeden Fall. Da hast du diese Technik-Muffel, die sagen, oh, ist Popping, oh, ist die Switch, ist eine scheiß Konsole. Oder was meinst du jetzt mit deiner Frage? Das wolltest du jetzt genau wissen. Ich meine einfach nur, meinst du, es wird zacken oder wird gut sein oder nur so mittelmäßig? Ich glaube, das wird eine ähnliche, also für mich gesprochen, ich sage nicht, dass es bei dir so sein soll. Ich glaube, es ist bei mir ähnlich wie bei Schwert und Schild. Ja. Ich werde diese Open World betreten, werde mega viel Spaß haben, aber irgendwann werde ich sagen, hey, irgendwie ist alles, wiederholt sich gerade. Ich weiß, da und da gibt es bei Arceus genau das Gleiche. Natürlich. Irgendwann ist es erschöpft. Und dann sagst du so, okay, aber gibt es nicht noch irgendetwas? Und wenn du dann halt nichts mehr Neues findest in einem Game und dich nicht mehr motivieren kannst, dann wird das Spiel für mich vielleicht nach 5 bis 6 Tagen oder so, was auch schon viele Zeit ist, aber es wird dann eine Abnutzungserscheinung haben. Ich denke mal, ich werde eine gute Zeit damit haben, wenn ich es spiele, aber es wird sich halt auch relativ schnell abnutzen. Das ist mein Verdikt. Für mich also, wahrscheinlich auch. Ich gebe dem Spiel eine Chance, aber... Aber ich glaube, echt, die Anfangszeit wird wahrscheinlich so voll Magic sein, weil man einfach in dieser riesigen neuen Welt ist und ganz viel zu erforschen hat. Überall sind Pokémon und Items und Bullshit. Ja. Und ja, darauf freue ich mich einfach. Ja, darauf freut man sich. Eigentlich halt schade, dass ich jetzt alle Monster schon gesehen habe, dass ich nicht irgendwie so Magic Moments habe, so, oh, ich entwickle jetzt das Viech, ich will sehen, wie das aussieht oder so. Aber ja, das habe ich mir auch kaputt gemacht. Aber bei mir war es halt so ein Check halt. Das tut man sich halt selbst an. Aber nee, aber guck mal, jetzt mal ernsthaft gesprochen. Das hatte ich mich früher bei Pokémon. Was war das? Welches Pokémon war das? Ich hatte irgendein Pokémon in meinem Team und das hat sich halt, es war nicht Sonnenkern oder so, aber es war irgendein Pflanzen-Pokémon, was ich in meinem Team hatte. Und das hat sich halt irgendeinen Scheiß entwickelt, weil es männlich war anstatt weiblich oder sowas. Oder genauso wie bei Gardevoir. Wenn du halt Gardevoir männlich hast und kriegst dann diese Fighting-Form quasi davon und du wolltest eigentlich die andere, die Waifu haben, dann ärgerst du dich ja trotzdem, weißt du? Und sowas kannst du halt entgehen, wenn du weißt, so, hey, das so aus dem Olivending wird was voll Geiles oder so. Aber dann hast du das Olivending in deiner Party und dann wirst du zum Schluss diesen Krüppelbaum und dann sagst du ja geil, nichts. Oder du wärst ein Starter, weil er dich voll anspricht. Genau. Und ist die letzte Entwicklung ist total scheiße. Ja. Und dann weißt du halt nicht, worauf du hinaus willst. Klar, es ist cool, weil du es nicht weißt, aber die Enttäuschung ist halt sehr groß, wenn du sagst so, nee, ich muss das trashen, ich muss mir jetzt ein anderes Pflanzen-Pokémon holen. Ach, übrigens, das ist traurig. Felinara, darin entwickelt sich das, wenn es einen Fairy-Type-Move hat. Dann habe ich es doch richtig gehabt, weil das hatte Kulleraugen bei mir als Move und jetzt habe ich meinem anderen, habe ich irgendeine Dunkelheitsattacke beigebracht und dann ist es zu Nachtara geworden. Nachtara du musst ist nicht cool. mal Dunkelheitsattacke, du musst einfach nur bei Nacht entwickeln. Ja, also aber darf halt keine Fairy-Type-Attacke. Ah, darf es nicht haben, ne? Und früher in X und Y war es halt noch anders. Da war es echt, es gab ja früher Freundschaft, gibt es ja seit der zweiten Generation, womit du zum Beispiel auch Golbat zu X-Bat entwickelst oder Riolu zu Lucario. Ist einfach, du musstest die ganze Zeit an erster Stelle im Team haben, musst ihm viele Items verfüttern und so. Und später kam ja dann noch Zuneigung dazu. Was dann irgendwie so gemacht hat, dass du zum Beispiel random einfach so Crits gemacht hast und so, ja. Oder irgendwie oder das Tisch wäre eigentlich gestorben und überlebt dann einfach random gibt's mit das, einem das HP. Das gibt's aber jetzt nicht mehr, oder? Ich glaube schon, das ist nie weggegangen. Alter, das ist super ekelhaft. Das ist auch so eine Neuerung, die ich voll hasse. Ja, ich wünschte, man könnte es einfach abschalten. Aber das gilt nicht, das geht aber nicht bei Online-Battles, ne? So, und das musste man quasi maxen damals, um Felinara zu kriegen. Man musste quasi ganz dieses Beauty-Minispiel mit dem spielen und sowas. Dazu auch eine lustige Anekdote. Es gibt ja auch so Pokémon, dieses komische Quallen-Pokémon oder so. Das musst du in eine Waschmaschine reinpacken, ne, damit sich das entwickelt. Früher musstest du ein DS drehen, wenn es sich entwickelt. Und dafür hast du dann in einer anderen Version hast du eine Waschmaschine, wo es reinstopfst. Also sowas ist lustig, ne? Das ist einfach nur wegen dem scheiß DS-Feature mit dem Gyro und so mussten die das halt dann gucken, wie die das irgendwie umsetzen. Aber sowas ist kreativ. Ja, ist besser als du tauschst dein Pokémon zweimal hin und her und dann entwickelt sich das, ne? Vor allem der Pokédex-Eintrag, der kriegt der andere ja einfach deinen Pokédex-Eintrag von deinem Pokémon. Ja. Und wenn er einfach noch von der Essen behält das einfach. Ja, genau, behält das einfach. Das habe ich mich einmal beim Dark Souls gemacht. Da habe ich einen Typen irgendwie, Uchikatana hat er mir gegeben. Da sollte ich für den hochschmieden, aber ich habe dann irgendwie den nicht mehr gefunden oder so. Dann konnte ich dem sein Schwert nicht wiedergeben. Oder was cool war, in Gen 5 gab es 2 Viecher, die hat man dann quasi getauscht und dann haben die sich beide jeweils entwickelt in
quasi eine Form von dem anderen mehr oder weniger. Also dass es vom Design her mehr dem anderen gleichte. Welches Pokémon war das denn? Ah, das ist so ein Käfer, Laukaps und keine Ahnung, wie das andere heißt. Hey, was hat sich das... Es ist schwer zu erklären. Das war irgendwie so... Das eine ist dann zu so einem Ritter mit so zwei Lanzen geworden, aber schon so käfermäßig. Und das andere zu so einem Superheld, der so mit verschränkten Armen steht. Ich kenne das, ja. Ja, und die sind, du hast die quasi getauscht. Ja. Und die haben dann aber quasi die zweite Stufe, sah dann quasi jeweils mehr wie das andere aus. Ist unglaublich behindert zu erklären. Aber es war mal so eine nette Änderung irgendwie, dieses Tauschfeatures. Es gibt auch sogar in der Version dieses Papageien-Pokémon, was jetzt da neu ist, das gibt es in verschiedenen Farben. Das Sushi-Pokémon soll es auch in verschiedenen Farben geben. Und natürlich Shinies sind ja auch wieder dabei. Aber dieser sieht voll scheiße aus. Ja, ich mag den auch nicht. Der sieht auch wieder so Comic-mäßig aus. Hat auch, ne? So ein Pompadour. Ne? Was haben die irgendwie mit so komischen Frisuren? Weiß ich nicht. Das ist eine Anspielung. Das Mistkäfer-Pokémon ist cool. Ja. Das Heuschrecken-Pokémon ist auch cool, finde ich. Diese Spinnen-Pokémon, die turnen mich richtig ab. Warum die erste Stufe finde ich voll süß. Ach, Dummiesel, neue Entwicklung. Ja, er sieht einfach aus wie ein zwei Dummiesel aneinander geklebt. Ja, Real Talk. Ist einfach Human Centipede. Finde ich schade. Missed Opportunity. Man hätte was richtig Geiles. Ja, so einen richtig krassen Drachen oder sowas. Das ist vor allem auch der Name. Das hieß früher Dunsparce und jetzt heißt es einfach The Dunsparce. Ja. Das ist einfach echt so. Die wissen, was sie getan haben. Wir verdoppeln so eine Körpersektion von diesem Film. Ja, das ist voll shameless. Die wissen ganz genau, was sie gemacht haben mit dem Design. Ja, neues Dick da, ne? Das irgendwie zum Wasserdickter wird. Mit so drei. Aber es ist kein Dickter. Nein? Es ist ein eigenständiges Pokémon. Es ist nur Wugtrio. Vom Design her daran angelehnt. Ja, und Wigglet. Aber die zweite, das heißt doch Wigglet. Ja, ja. Aber die zweite. Ja, und Wugtrio statt Ducktrio. Lulz. Aber die zweite Stufe ist irgendwie cool, weil es sieht echt so aus wie so Unterwasser-Anemonen oder sowas. Anemonen, Alter. Das Wort habe ich lange nicht gehört. Anemonen, Korallen, oder? Habe ich lange nicht gehört. Nein, aber wie gesagt, also. Wir erwarten irgendwie das Gleiche. Ne? Also, wir werden das Spiel spielen, wenn irgendwie 5 Tage oder so oder 30 Stunden mit Spaß haben, dann hast du die Welt gesehen. Ja, aber ich glaube, am Anfang werde ich echt so gehypt sein und so ein bisschen süchtig sein. Es, ne? Und dann, ja, irgendwann danach wird es halt nur noch so sein, so, oh, ich will komplettieren und will irgendwelche coolen Pokémon hochzüchten. Ich weiß nicht, ob ich das durchstehe mit komplettieren. Ne? Das ist wirklich mühselig. Das ist Arbeit. Das ist wirklich, dann grenzt wieder so ein Videogame an Arbeit. Aber ja, ist cool. Also, ich habe ja auch schon, ich habe ja Trophy Hunting gemacht mit manchen Spielen, wo ich einfach sagen so, ey, ich will einfach die Platin-Trophäe haben. Einfach nur, um zu gucken, so schaffe ich das alles, was die sich vorgestellt haben. Und da eignen sich Schwierigkeitsgrade. Ne? Ich finde es schade, dass Pokémon nicht einen Schwermodus hat oder einen Nuzlocke-Modus. Wäre auch geil. Ich würde tatsächlich Nuzlocke. Aber kann man ja selbst machen. Oder ein Randomizer wäre auch natürlich geil. Wenn du ein Start-Pokémon bekommst, das random ist. Ich habe mal einen Pokémon-Kristall-Randomizer mir runtergeladen. Das ist übelst einfach. Du holst dir die ROM, mehr oder weniger. Ne? Und dann packst du einfach rein, kannst alles einstellen. Und das geht so schnell mit dem Gameboy-Spiel. Das macht richtig Spaß. Du kannst dann sogar beim Randomizer einstellen, dass das Spiel schneller läuft. So im Dodri-Modus. Oh. Dann ist die ROM automatisch ein bisschen vorgespult. Das ist richtig geil. Aber sowas halt, ne, vielleicht, dass irgendwie wenigstens die Top 4 skaliert, dass die Pokémon gleichen Level haben wie deine Pokémon, wäre cool von der Schwierigkeit. Oder was du mal gesagt hast, dass sie sich einen Profi holen, die ja echt mal ein Team bauen, was eine Taktik irgendwie verfolgt. Genauso wie Trainerkämpfe, dass Trainer irgendwie ihre Pokémon hochheilen mit Tränken oder sowas. Das gab es auch in manchen Spielen mehr und in manchen Spielen weniger, ne, dass die AI gut oder schlecht war. Das ist auch so eine Sache. Ich find Pokémon-Spiele brauchen echt keine Items. Ich finde das cooler, wenn du ein Heil-Pokémon hättest, was die Pokémon hochheilt im Kampf. Das wäre geil. Ja, dann ich finde auch Items haben. Irgendwie uncool. Also Use-Items, richtig. Ja, ja. Equip-Items sind cool. Ja, ja, aber so, wenn jetzt... So, oh, ich pop jetzt einfach einen Trank. Ja, ich Hyper-Trank. Das ist schon... Ja, du kaufst einfach 99 Tränke und schaffst eigentlich jede Arena damit. Ja, oder, genau. oder 99 Beleber. Oder 80... Oder es reichen ja 6 Beleber eigentlich. Aber das ist bei Pokémon echt ein bisschen lame, ne, dass du dann alles da hochhalten kannst. Ja, aber selbst wenn einfach nur ein höherer Schwierigkeitsgrad, einfach nur, wenn du wählst halt Hard-Mode und einfach nur die Stats der gegnerischen Pokémon werden hochgesetzt. Ja. Und was weiß ich, Freundschaft wird deaktiviert und du kannst nur in Switch-Mode kämpfen. Also, dass du halt quasi nicht jederzeit wechseln kannst. So, oh, du hast den Gegner besiegt, du kannst jetzt direkt wechseln oder so. Sondern...
Weil in Competitive ist es ja so, zum Beispiel, wenn du ein gegnerisches Mon besiegst, dann switcht er das nächste ein und du kannst nicht instant wechseln. Weil du siehst dann, meinst es jetzt dagegen schlecht, dann musst du wechseln und verlierst einen Turn. Es ist nicht so, das ist automatisch dann so, dass es eingesetzt wird. Es wird nicht gefragt, der Gegner setzt Turtok ein, wollen sie ihr Pokémon wechseln? Genau, das gibt's in Competitive natürlich nicht. Ist aber auch und nicht das, so. Ja, klar, macht ja voll Sinn. Und das könnte man zum Beispiel auch forcen, einfach in Hard Mode. Solche kleinen Sachen würden es schon aber einfach das nur für Leute, die sich challengen wollen. Aber das, was du gerade gesagt hast, das kann man fast bei allen Pokémon einstellen, rein voll. Ja, das kann man folgend. Einstellen. Das kann man immer einstellen, auch im normalen Spiel. Aber halt, dass man einfach nur so einen Toggle-Switch hat, Hard Mode an und dann sind einfach alle Gegner stärker und halt ein paar Restrictions irgendwie. Das wäre schon voll einfach zu programmieren. Und was ich mir halt krass wünschen würde, ist halt wirklich New Game Plus Feature, dass du deine Pokémon behalten kannst oder deine Boxen und dann nochmal ein neues Spiel machen kannst. Weil dann könntest du auch einen neuen Starter wählen und könntest dann dein Pokédex offline irgendwie besser komplettieren. Aber das würde dann natürlich irgendwie dem Trading im Weg stehen. Ja, wieso? Kannst ja trotzdem tauschen. Ja. Ich weiß nicht, aber wie gesagt... Auf jeden Fall könnte man da irgendwas machen, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ja, und halt sowas wie ein Random Dungeon oder so mit noch mehr Koop Experience. Oder halt so Random Boss Monster, die in der Welt spawnen und so, sowas fände ich richtig gut. Und damit meine ich nicht so wie Raids, irgendwie so Raid Dens, in die man reingehen kann oder so, sondern das einfach in der World irgendwie große Viecher spawnen, die voll powerful sind, aber wenn man die besiegt, kriegt man irgendwas Geiles. Ja, dass man die halt für zusammen besiegen muss, ja. Ja. Oder dass sie auch so zeitmäßig länger da sind, was dass sie so viel Energie haben, dass du quasi auch mehrere Attempts brauchst mit deinem Pokémon. Mhm. Aber dann wird halt die KP von denen gespeichert, wie schwach die sind. Ja, ich bin mal gespannt, irgendwie, was das Spiel ist. Ich frage mich auch, wie diese Giant-Dinger funktionieren und was es damit überhaupt auf sich hat und was da letztendlich irgendwie die Story ist, ne? Ja, die Story ist, was da letztendlich draus entsteht. Die Story würde mich da auch noch interessieren. Auch wie die beiden Storystränge von Zukunft und Vergangenheit zusammengeführt werden, ne? Vielleicht kommt am Schluss echt so ein Urknall oder so und dann bist du da irgendwie. Wahrscheinlich gar nicht, weil man hat ja immer nur eine Version. Entweder hat man Future oder Vergangenheit. Alter. Ne? Krass, wir haben jetzt echt dann kommt noch die 1000 durchbrochen. Guck mal, Tinker Tough ist 1001. Tinker Tink ist 1000. Ja, ist noch mehr sogar. Also, warte, wir können euch jetzt spoilen, wie viele Pokémon es gibt. Es gibt 1010. Hier, ne? Razaf weiter. Geist-Fighting? What the fuck? Das ist aber diese... Das ist halt Klotzeil! Na, das magst du, ne? Egal. Sollen wir den Podcast so beenden? Ja. Wir sind ziemlich leer gesprochen. Gequatscht. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert, teilt, liked, bla bla bla, ne? Also, wäre schön. Boah, ich bin echt mal gespannt, was wir sagen, nachdem wir es tatsächlich gespielt haben. Dann löschen wir. Der Podcast wird einfach gelöscht. War okay. war alright, das Spiel. Ja, war schon ziemlich kacke. Ja, lass nicht drüber reden. Ja, Pokémon Arceus war besser. Ich lasse dir das letzte Wort verabschiedungsmäßig. Nass genäht. Füll.